So, und da bin ich auch schon wieder und das geht hier an dieser Stelle weiter, wo ich beim letzten Mal ja, einen Cut gesetzt habe, aufgehört habe, je nachdem. Und wir können uns jetzt wieder einen von zwei Wegen aussuchen. Ich werde mir den oberen nehmen. You're lying, she said. Somehow you're lying. The spell hadn't worn off yet. He had to tell the truth. The trick was in making sure she wouldn't believe it. The core is perfectly safe, he said. And he tried his hardest to sound sincere. So is the Iblis stone. In fact, I was trying to get them myself. Fine then, interrogate as it is, she said angrily. I gave you a chance. The Emperor's interrogators were not especially gentle, even by Weasel standards. Fortunately, Zenobia had locked him in the guest quarters on her ship, and she'd forgotten it had a toilet that, like all skyship toilets, could be vented into the abyss. This was not the sort of slippery fox he wanted to be, but just as they were about to land, he threw the latch, wrinkled his nose and leapt through the open latrine. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so einen Fluchtweg, zu nutzen. Dann möchtest du dich entscheiden. Willst du da durch oder It willst du was a noch? short, safe landing. At least this part of the Nexus hadn't changed too much. Zenobia had been taking him to the Imperial Outpost. She'd never expect him to go there by himself. Well, maybe she would. You never knew with her. Oder willst du noch weiter unter gewissen Umständen verhört werden? Ja, ich glaube, da nimmst du dann doch lieber den Fluchtweg. Je nachdem, wie hart diese Verhörmethoden natürlich sind. So, da geht's weiter. Halt! Na, jetzt. Ab und zu hast du ja mal was in diesen Kristallen drin, aber in den meisten Fällen ist es natürlich auch nur. Renato had learned so much about. Ooh, what was it again? In den meisten Fällen ist es ja auch nur Energie oder Leben, was da drin ist. Ganz selten mal ein Erz. Ich glaube, bis jetzt zweimal habe ich das jetzt erlebt, dass da ein Erz drin war. Vorher so irgendwie, ja, gar nicht. Oh, eine Truhe, das ist nice. Die nehmen wir natürlich gerne mit. So, was brauchten wir? 100 Erz, ne? Hat man mal gesagt. Oh, nice. Altar. Was kann man da verwenden? Schwierig. Bisschen Leben wäre geil. Wer muss so machen? Und wenn wir danach wieder einen Punkt bekommen sollten, werden wir dann natürlich auch wieder einen weiteren Punkt reinsetzen. Erstmal gehen wir hier lang. Da unten sehe ich eine Truhe. Ich denke mal, das hier wird der normale Weg sein, deswegen gehen wir jetzt auch hier lang. Ah, jetzt komme ich aber auch nicht mehr zurück, sehe ich gerade. Naja, egal. Vielleicht kommt da noch mal ein Teleporter oder so. Take a leap of faith, said the inscription. Der uns da wieder zurückbringt. Ach, jetzt gehen wir hier wieder die Treppe hoch, okay. Kommen wir denn da hin? War das nicht hier der Iblis Stone oder so? Ich weiß es nicht. Nice. Ha! Ich kann wieder abwehren. Sehr
Sehr schön. Das Coole ist, manchmal habe ich so das Gefühl, letzte Woche war das ja zum Beispiel sehr viel, dass ich da teilweise gar nicht geblockt hatte, aber jetzt irgendwie ist das schon wieder so, ja, hey, es ist drin im Kopf. Oh. Nice körperlicher Widerstand. Also, it still had its price tag. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich? Nee, kann ich nicht. Dazu müsste ich wahrscheinlich zum einer Werkbank gehen. Bernardo knew Zenobia, and Zenobia knew him. She'd suspected a trick. Now he'd vanished. She would probably guess that was his plan all along. Perfect. Maybe she wouldn't use the Sky Ripper. At least not without taking it to the scientists at the observatory first. Meanwhile, the Emperor would be coming to the outpost personally. This could be good. Tja, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ach so, ja. Mit der Werkbank müsste ich beim nächsten Mal gucken, ob die Angriffsedelsteine schon auf Level 3 sind. Weil dann können wir eigentlich mal wechseln. Rebellion's secrets hadn't been quite the disaster he'd thought. It had drawn the Emperor out of the safety of his fleet. Bernardo could sneak into the outpost, and in a few sword strokes, he could win the war. But the Emperor would be surrounded by his elite guard. Bernardo wondered if there was anything he could say that would confuse the old toad even more. Use words instead of his sword? Also Angriffstempo und Chance auf kritische Treffer sind auf Stufe 3. So extrem Elementarwiderstand. Weiß ich nicht. Also bis jetzt haben wir nicht viel Damage gekriegt, in Klammern Damage bekommen, wegen, ja, Feuer, Wasser, was auch immer. Deswegen würde ich ganz gerne die 3 hier demnächst mal in den Handschuh packen. Aber erst, wenn körperlicher Widerstand Stufe 3 erreicht. Er nicht. Er würde es nicht machen. Ah, siehst du, das habe ich jetzt nicht. Oh. Oh mein Gott. Erfolg freigeschaltet. Die Krähen und der Fuchs. Weg mit dir. Ey. Ah, hier merkt man doch schon ein bisschen den Unterschied. Ob du mit diesem Ding ihn aufs Maul kriegst. Also mit dem körperlichen Widerstandsstein. Oder halt ohne. Bernardo was face to face with the Emperor's bodyguard. They looked very tough, but the Emperor held them back. Oh, where's my daughter? And how would I know that? Bernardo grinned at him. She lured me here so that you could kill me, didn't she? Ah, don't be ridiculous, said Bernardo, trying his best to sound convincing. She loves you. Oh, I knew it. The rabbit told me I couldn't trust her. The Emperor hopped out the door. His phalanx of bodyguards retreated carefully. Bernardo heard someone call, "Arrest her!" as they left. Well, that's a job well done, thought Bernardo. Now the fleet will be in all sorts of disarray.
But maybe he could find her in the mountains. She always used to go to the mountains to hide from the world. Maybe he could even turn her against her father. Or maybe he could reap the benefits of the chaos he had sown. It was time to report to the Rebel Council, and then launch the attack on a divided and very confused Imperial fleet. Wir müssen Zenobia helfen? Ich würde eher sagen, nicht. Sie hat uns ja festgenommen. Leonardo was very proud of himself. He told the Empire everything. But now they didn't believe anything, and it looked like the Emperor didn't trust his daughter anymore either. There were some advantages to having a slippery reputation, weren't there? Schwierig, ne? Wenn, gut, jetzt ist eigentlich wieder eine Geschichte, wo Zenobia stirbt. He guessed he'd know soon enough. If the skies darkened with 1,000 dropships, then he'd know the Empire believed his map of the Rebel base's secret location. They certainly seemed to be looking for it. There were ravens everywhere. But where weren't there ravens these days? Sorry, mustache, thought Renardo. Ich kann jetzt dahin oder ich gehe hier hinten durch die Tür. Aber wir sind ja hier schon mal gewesen. Und hier sind wir, glaube ich, auch das erste Mal durch die Tür gegangen. Ah, okay. Auch nur, weil hier eine Kiste war, deswegen. Und die Erze nehme ich ja natürlich sehr gerne mit. Oh, shit. Oh! Ich habe mich gerade gewundert, warum dasht denn der bitte zum Elementar, dass mir so ein scheiß viel Schaden reinknallt. Kann doch nicht sein. Das war jetzt ein bisschen belastend. Ah ja, jetzt bin ich hier wieder. Think of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Oh shit. Gibt's da nicht. Maybe the Emperor would attack Zenobia. The Ravens, divided into two armies, would slaughter each other. And the Rebellion could just show up and claim victory. The Council would be overjoyed that Renardo had given away all their secrets. Aber hier hat man jetzt zum Beispiel gemerkt, wie viel dieser körperliche Widerstand geholfen hat, muss man sagen. Weil ohne den, naja, ich schätze mal so, bei 75 Leben oder so wären wir bestimmt gewesen. Nice, mit Ruhe. Noch mehr Erz. With materials like this, he could probably make a really nice pair of barbecue tongs. Or even a sword. Natürlich kann ich daraus ein Schwert machen, aber das bringt mir nur nichts, du Pfeifen Hugo. Ja. Wenn ich dazu aber 100 Materialien brauche. Weg mit euch. Renardo had heard stories of a dungeon where chests were filled with potions and weapons. Fairy tales. Alles Märchen, sagt er. Es wird ja auch so stimmen. So, ich glaube, beim letzten Mal, als wir hier waren, da hat man dieses... Sind wir hier, glaube ich, noch nicht lang gekommen, oder? Ja, das ist echt schwierig, sich sowas zu merken. Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it?
Ach, schade. Das Gute ist... Oh, ne, ist Schatziger Stufe 3. Das Gute ist, wenn du diese Rahmen zurückschießt, kannst du dir im Prinzip schon one-hitten. Egal wie viel Leben die haben. Die können sich ja dann nicht wehren. Du musst halt bloß mal aufpassen. Oh, warte mal. Achso, das ist wegen dem Juwel. So, und das einmal sind wir, glaube ich, da lang gegangen. Ich möchte jetzt aber gerne mal hier hinten lang gehen. Ja, beim letzten Mal haben wir den anderen Stein benutzt. It was actually very fine weather, except for the occasional shower of ravens. Ja, eine Plattform. The mighty power of a god's eye. If the Empire believed anything he'd said, they certainly weren't showing it. Oh mein Gott, war das knapp. Vor allem hier sehe ich ja, also wo wir hier runtergekommen sind, habe ich eine Schriftrolle da gesehen. Warte mal. Okay, kann ich nicht hin. Jedenfalls. Ja. Ich glaube, die haben wir noch nicht gelesen. Nee, haben wir noch nicht. Bestrafen, terrorisieren, demütigen die Massen. Die Massen haben die Fäuste erhoben, angeführt von einer Handvoll Adliger. Mit zu viel Ehrgeiz ist es Neid, der sie dazu treibt, die Macht, nach der ich strebe, für sich gewinnen zu wollen. Sind sie nur Kriminelle, die uns bestehlen wollen? Für solche Verbrechen gibt es nur eine Strafe, den Tod. Ein Exempel zu statuieren und die Anführer zu töten, jenen zu exekutieren, der es wagt, ihnen zu folgen. Oder ist es Angst, dass die Opfer, die ich gemacht habe, auch sie befallen würden? Ist dies ein Kampf ums Überleben? Zeigt ihnen die wahre Bedeutung von Angst. Schlagt sie schnell und schlagt sie hart. Sie sollen leiden. Verbrennt alles, was ihnen am Herzen liegt. Oder ist es Hochmut, dass die Bedeutung solcher Opfer ihnen für immer verborgen bleiben wird? Sie wollen ein Mitspracherecht an meinen Entscheidungen? Diese Arroganz darf nicht geduldet werden. Bringt die Überlebenden zur Salzmine. Ihre Lungen sollen sich mit dem ätzenden Staub füllen. Sie sollen sich gegenseitig für die winzigsten Essensreste verraten. Ihre Kinder sollen zusehen, wie sie dem Unheil anheimfallen und zu wild, was und zu willen werden. Die Rebellion muss ohne Gnade im Keim erstickt werden. Bestrafen, terrorisieren, demütigen. Imperator Isengrim der Dritte. Kriegsmanifest. Ja, hier hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er ein wenig schon durchgedreht ist. Hallo? Sometimes at home he'd wave his sword around for hours. Oh, noch eine Kiste. Eine Werkbank, haben wir schon wieder Level up? Ach nee, das war immer noch hier. Wegen Schatzjäger. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Da musste ich jetzt einfach abwarten, dass es explodiert. Das andere ging gar nicht. His mother had never let him wave his sword around at home. He guessed you were still compensating for that. Das sind
Konversation, die der Erzähler hier rausdrückt. Okay, also hier hätte ich noch einen Kampf erwartet. Oh. Nee, lieber nicht. Hey, why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Wow. Echt unlustig, muss ich mal schon sagen. Oh, war das knapp. Das war echt knapp. Erstmal hochheilen jetzt hier. Gut. Reicht das mal. Oi, oi, oi. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Hä, ich hab doch geblockt. Or convince it he was a friend. Oh, nice. Ei, ei, ei. Ach, stimmt, das war ja hier, wo es bergab geht, ne? Stimmt. Aber ich glaube, unten war doch eine Art Falle, oder? Irgendwie war da doch was gewesen. Nice. Körperlicher Widerstand Stufe 3. Also jetzt könnten wir eigentlich auf Angriff switchen. Wir haben das, was wir haben wollen. Aber nichts in den Krügen. Wow. Da möchte demnächst jetzt mal wieder eine Werkbank kommen. Damit ich da mal wechseln kann. As he told his hilarious adventures to the Rebel Council, he began to realize they weren't laughing. Just staring at him with those big bug eyes. Zenobia, let you escape? Asked the speaker. How do we know you're not a double agent? Then I wouldn't tell you about her at all. Maybe you're trying to sound like an idiot, so we don't realize how clever you are, croaked the speaker. No, I promise you, I really am that much of an idiot, Renato was about to say when a half dozen Imperial ships began to bomb the base. He's betrayed us, croaked the toads, and Renato decided it would be good to be somewhere else. He boarded the Farfarer and got out of there. The wind ruffled Renato's fur the wrong way. So the rebels thought he was lying too? Because a half dozen lousy dropships had probably just tripped over the rebel base? Okay, technically he had betrayed its location, but not willingly. And he'd made up for it, hadn't he? Then something exploded. A cannon shot. The Farfarer plunged out of the clouds. The rebels had hit his ship. As the Farfarer plummeted towards the abyss, he launched himself into the sails of an Imperial ship.